Tiro Säcker hat die Kamera gesehen und läuft gleich zu mir. Hier ist Michael Brügge, da steht Berater drauf. Ist das so? Das ist so, ja. Stellt euch mal kurz vor, bitte. Wir sind die Kirosec, ein Beratungsunternehmen aus Heilbronn. Und wir machen Informations- und IT-Sicherheit. Und ja, bei uns am Stand kann man das Hackerwissen testen. Das heißt, wir haben eine Hacking-Challenge mitgebracht zum einen. Weil wir genau die Leute suchen, die einfach technikaffin sind und da sich für begeistern können. Und wir machen hauptsächlich Audits und Penetrationstests. Genauso wie im Vorfeld Unterstützung durch Konzepte, Reviews, Analysen, aber auch Beratung im Managementumfeld. Ja, die Leute haben Angst, oder? Das heißt, wenn jetzt sogar 12- oder 13-jährige Hacker, was man so liest bei Heise, es wird immer heiser, oder? Es wird immer heiser, ja. Klar, der Markt ist da und die Technikaffinität ist da, die Leute sind vorhanden, ja. Ich zeig das mal kurz, also da ist der Test. Wenn du mir den mal kurz mal erklärst, das heißt, die Leute setzen sich hin und müssen eine Aufgabe erfüllen. Genau, wir haben hier ein kleines Scoreboard, das heißt, man kann sehen, wer hat schon wie viele Aufgaben gelöst. Man kann sich kurz anmelden und hat dann die Möglichkeit in mehreren Challenges in unterschiedlichen Bereichen, also Websicherheit, Betriebssystemsicherheit und mobiler Endgerätesicherheit, sein Wissen zu testen, einfach in kleinen Challenges, die man lösen muss, um dafür Punkte zu sammeln. Ja, ihr sucht Leute, wenn du mir mal so ein paar Fachbegriffe um die Ohren haust, ja, dass die Leute am besten schon mitbringen sollten. Wir suchen Leute, die gute IT-Grundkenntnisse haben, dass wir nicht bei null anfangen müssen und die sich für IT-Sicherheit und Informationssicherheit begeistern, weil wir sind der Meinung, man kann alles lernen und wenn man mit genug Ehrgeiz dahinter ist, dann kann man auch die besonderen Fachbegriffe lernen. Guter Einstieg ist sicherlich, wenn man da anfangen will, Web-Sicherheit, Web-Security, weil da ist der Einstieg einfach sehr leicht und sehr dankbar. Kurz mal was über das Unternehmen. Du selbst arbeitest ja auch da. Die Frage stelle ich gerne, warum? Warum? Weil ich da angefangen habe mit meiner Masterarbeit. Ich habe die geschrieben und hatte das klare Ziel, ich gehe nach meiner Masterarbeit wieder weg. Hat nicht funktioniert, weil das Unternehmen so offen ist, die Kollegen so offen sind, die Türen stehen immer offen. Man kann sowohl mit dem Chef als auch mit allen anderen Kollegen direkt reden. Man hat einen Draht und man hat die Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln. Ihr seid wie viele Leute? 50 ungefähr. Ja, das heißt, ihr seid nahbar innerhalb der Leute. Man kann sie ansprechen. Es wird nicht einfacher, gute Informatiker zu finden, oder? Nein, die wachsen nicht auf Bäumen und genau der Grund, warum wir hier auf der Messe sind, einfach um sie möglichst direkt nach der Uni für das Unternehmen zu begeistern, aber alternativ auch einfach direkt eine Ausbildung bei uns machen, das geht auch. Du siehst noch recht jung aus, wie alt bist du? 29, auf dem Weg zu 30. Ja, das MA steht nicht hier drauf. Das heißt also, ihr seid im Prinzip inkognito unterwegs, das ist auch gar nicht so wichtig, oder? Das heißt, es ist wichtig, was die Leute können, oder? Das ist wichtig, was die Leute können, ob die einen Bachelor haben, ob die einen Master haben, spielt für uns keine Rolle. Wir nehmen auch Leute, die eine Ausbildung gemacht haben oder eine Ausbildung bei uns machen wollen. Hauptsache, die Begeisterung ist da, weil dann ist auch der Wille da, sich weiterzuentwickeln und zu lernen und sich da reinzufuchsen. Letzte Frage, ist das hier eine gute Veranstaltung für euch? Also erfüllt die den Zweck? Ich denke schon, wir hatten schon einige gute Gespräche. Wir sind jetzt, es ist glaube ich 12 Uhr fast, wir haben noch den Nachmittag vor uns. Wie es am Ende aussieht, wird sich dann zeigen, aber es hat schon mal gut losgelegt. Ja, vielen Dank.